Unsere Geschichte handelt von einer Prinzessin. Einer hübschen und auch sehr netten Prinzessin. Nur, dass sie etwas schüchtern war und nicht viel Interesse für das Königreich zeigte. Sie war nicht gern unter Menschen. Am liebsten zog sie sich in ihr Zimmer zurück, las in ihren Büchern und lebte in ihrer Welt der Fantasie. Genau das tat sie heute auch, bis der Butler an die Tür klopfte. Prinzessin Alexa! Prinzessin Alexa! Prinzessin Alexa, seid ihr da drin? Ich komme! Prinzessin Alexa, immer noch vertieft in ein Buch, öffnete die Tür. Der Butler kam herein und bemerkte erst gar nicht, dass Alexa hinter der Tür stand und las. Prinzessin Alexa? Ich bin hier, Brookhurst. Meine Güte, also entschuldigen Sie vielmals, Eure Hoheit. Kein Problem. Und was kann ich für Sie tun? Der königliche Reitclub fragt höflichst an, ob ihr anlässlich der Messeeröffnung ein paar Worte verlieren wollt. Sie meinen, ich soll eine Rede halten? Es werden nicht nur Pferde zuhören, habe ich recht? Ich vermute, dass die zweibeinigen Mitglieder des Clubs ebenfalls da sein werden, Hoheit. Aber natürlich. Brookhurst, bitte danken Sie ihnen für die Einladung. Aber Sie sind bedauerlicherweise verhindert. Selbstverständlich, Eure Hoheit. Der Butler verneigte sich und verließ das Zimmer. Prinzessin Alexa hielt noch die Einladung in der Hand, die ihr der Butler gegeben hatte. Wie soll ich eine Rede halten? Das schaffe ich nicht. Ich bleib hier verborgen und entziehe mich dem neugierigen Blick, denn für mich ist nun Kapitel 3 in Sicht. Gelingt's mit einem Trick, diesen Drachen zu erlegen, hat die Prinzessin Glück, findet sie die neue Welt, die sie in Atem hält. Was wird geschehen? Geschehen. Die Zukunft liegt so fern. Was sie auch bringen mag, erwarte ich jeden Tag. Egal was ich mir sag, alles ist möglich. Was alles kommen kann, ich denke nicht daran. Am Nachmittag überbrachte der Butler der Prinzessin eine weitere Nachricht. Prinzessin Alexa, der Prinz von Hilgovia ist zum Tee eingetroffen. Ihre Großmutter lässt ausrichten, dass sie über ihre Gesellschaft sehr erfreut wäre. Aber die Prinzessin konnte sich nicht überwinden. Sie hatte schlicht und einfach nicht den Mut dazu. Ich bleib hier und warte in Ruhe, was noch geschieht. Und lese Kapitel 4. Rettet die Prinzessin ihre Freunde hier. Zu gönnen wär es ihr. Wird ihr Pfeil das Ziel auch treffen? Weiß sie, was sie tut, gegen jeden bösen Feind mit Tapferkeit und Mut. Was wird geschehen? Das wüsste ich so gern. Was wird geschehen? Die Zukunft liegt so fern. Was sie auch bringen mag, erwarte ich jeden Tag. Egal, was ich mir sag, am folgenden Tag versuchte die Königin persönlich, ihre Tochter aus ihrem Zimmer zu holen. Alexa! Oh, hallo Mutter. Der Tanzlehrer wartet auf dich und deine Freundinnen ebenfalls. Oh, also... Ich will keine Ausreden mehr hören. Der Ball ist heute, Kind. Du musst endlich lernen, wie eine Prinzessin zu tanzen. Komm jetzt! Ja, Mutter. Im Tanzsaal warteten schon der Tanzlehrer und ihre Freundinnen auf sie. Die beiden Mädchen alberten herum, was der Tanzlehrer gar nicht gern sah. Oh nein, nein, bitte! Wir sind hier, um die Kunst des Gesellschaftstanzes zu erlernen und nicht dieses hibbidige Hopse. Ja, Mr. Primrose.
Verzeihen Sie die Verspätung, Mr. Primrose. Ah, Prinzessin Alexa, wie erfreulich, dass Sie sich zu uns gesellen. Wir knüpfen einfach an die letzte Stunde an. Wollen wir? Hey Mädels. Hey Alexa. Die jungen Hofdamen warten dann also hier und warten. Er schreitet auf sie zu, ihr Vater, der König, er macht eine Verbeugung. Eure Hand, Prinzessin, das Orchester fängt an zu spielen. Dann tanzte der Tanzlehrer mit Alexa. Und eins, zwei, drei, eins, zwei, drei. Nicht die Füße ansehen, eure Hoheit. Mr. Primrose, das hier ist wirklich nicht mein Ding. Unsinn, eure Hoheit, versuchen Sie einfach dahin zu schweben. Eins, ich zwei, drei. Ich bin von Ihrer Geduld entzückt, aber ich befürchte, ich kann... Nein, nein, Sie machen das außerordentlich gut, eure Hoheit. Ich wünschte, ich könnte tanzen, aber ich bin nicht so, besonders... So, und Konzentration... Doch dann gerieten Alexas Füße zwischen die des Tanzlehrers und beide fielen hin. Es tut mir ja so schrecklich leid. Oh je, Mr. Primrose, ich... Oh ja, es ist der Kleine. Oh, er schmerzt ein wenig. Es tut mir echt leid. Sind Sie schwer verletzt? Mutter, ich habe versucht, den Tanz zu lernen, aber ich kann's nicht. Am besten, ich bleibe einfach sitzen. Unsinn! Es ist Tradition. Du weißt, jeder königliche Ball in den letzten 150 Jahren wurde... 160! 60 Jahren wurde mit einem Walzer eröffnet. Und jetzt, da du 17 Jahre alt bist, ist es deine Aufgabe, diese Tradition fortzuführen. Aber alle Augen werden nun mal auf mich gerichtet sein. Das ist auch Sinn und Zweck dieser Veranstaltung, Alexa. Immerhin bist du die Prinzessin. Eure Majestät, ich könnte den Walzer auf dem Ball anstelle von Alexa tanzen. Das ist eine tolle Idee. Dankeschön, Jenna. Aber Prinzessin Alexa muss diejenige sein, die den Walzer tanzt. War ein Versuch wert. Wenn Sie nichts dagegen haben, eure Hoheiten, ich glaube, ich muss mich jetzt um meinen Fuß kümmern. Brookhurst, helfen Sie mir bitte mit Mr. Primrose. Oh, was ist bei einer Verstauchung besser? Wärmflasche oder Eisbeutel? Jenna, Samantha, bitte zeigt Alexa, wie der Tanz geht, ja? Ja, Eure Majestät. Tut mir wirklich leid, dass sie euch dazu verdonnert hat. Machst du Witze? Das bedeutet, dass wir heute Abend wunderschöne Kleider tragen dürfen. Moment mal. Sie hat nicht gesagt, welchen Tanz wir dir beibringen sollen, stimmt's? Ich glaube, sie meinte diesen. Samantha spielte auf ihrem Player einen Poptitel ab und los ging's. Alexa stellte sich wirklich ganz gut an, unterbrach aber nach kurzer Zeit den Tanz. Mir fällt es schon schwer genug, den Walzer zu lernen. Alexa, du bist eine Prinzessin. Was bedeutet, dass du einfach alles gut kannst? Genau das höre ich jetzt schon mein halbes Leben. Mach dir keine Sorgen, du wirst heute Abend klasse tanzen. Wir werden ja sehen. Danke, ihr beiden. Also, dann bis später, okay? Alexas Großmutter stand am Terrassenfenster und hatte den Tanz mit angesehen. Lächelnd ging sie auf ihre Enkelin zu. Ich finde, du hast wunderschön getanzt. Das musst du ja sagen. Schließlich bist du meine Großmutter. Du solltest deine Talente nicht verbergen, Liebes. Wovor hast du eigentlich Angst? Abgesehen von einer fürchterlichen Blamage vor allen Leuten? Schade, dass du nicht zum Tee erschienen bist. Der Prinz von Helgovia ist wirklich sehr nett. Und er ist in deinem Alter. Großmutter, du weißt doch, dass ich so etwas nicht mag. Leute kennenlernen, Reden halten, auf Bälle gehen. All diese schrecklichen Dinge, zu denen Prinzessinnen gezwungen werden. Großmutter. Prinzessin oder nicht? Du kannst dich nicht ewig vor allem und jedem verstecken. Du wirst nie erfahren, was in dir steckt, wenn du es nicht versuchst. Hier. Dieses Buch habe ich dir mitgebracht. Aber ich habe schon all deine Bücher gelesen. Dieses noch nicht. Ich habe es nämlich für einen besonderen Moment aufgehoben. Es war einmal ein Königreich am Meer, in dem eine Prinzessin lebte, die magische Kräfte besaß. Wahrscheinlich gefällt es dir nicht. Großmutter! Danke. Du kennst meinen Geschmack doch genau.
Alexa umarmte ihre Großmutter und ging mit dem Buch in den Schlossgarten, wo sie auch sofort zu lesen anfing. Die Prinzessin hätte Blumen erblühen lassen oder die Farbe ihres Kleides ändern können. Aber man kann keine Zauberkräfte einsetzen, von denen man nichts weiß. Eines Tages entdeckte sie in der Gartenmauer eine Tür, die ihr noch nie zuvor aufgefallen war. Sie führte in eine fantastische Welt, die sie niemals vergessen würde. Und dann, nachdem sie ihren Zauberstab benutzt hatte, erkannte sie, dass sie zaubern konnte. Wie cool wäre das denn bitte? Ich würde auch gern zaubern können. Das Bett macht sich allein. Ich richte mich neu ein. Ein Zauberspruch muss sein. Abracadabra. Jedes Tier spricht mit mir. Zum Tee werden alle hier. Den Schuh, der es versteht, wie die Bewegung geht und mich von selber dreht, hätte ich gerne. Den Tanz im Lichterglanz, nur diesen wünschte ich mir. Prinzessin Alexa entdeckte zufällig hinter den langen Ästen eines erhabenen alten Weidenbaumes einen kleinen Weg, der zu einem Felsen führte. Plötzlich verwandelte sich der Stein in eine bunte, mit Blumen geschmückte Pforte. Alexa öffnete sie vorsichtig. Da ertönte von Weitem die Stimme von Brookhurst. Eure Hoheit! Gute Neuigkeiten! Mr. Primrose, geht es wieder besser? Sie können jetzt mit der Tanzstunde fortfahren. Aber genau das wollte Alexa nun gar nicht. Also ging sie durch die Pforte hindurch. Auf der anderen Seite erwartete sie eine fremde, bunte Welt. Es gab hier unendlich viele fremdartige Blumen, die Alexa noch nie gesehen hatte. Der Weg führte sie zu einer Klippe, die an einem großen Meer endete. Plötzlich raschelte es in einem Busch und ein paar kleine lilafarbene Wesen sprangen heraus. Statt Beine besaßen sie kleine Sprungfedern, auf denen sie davonhüpften. Prinzessin Alexa folgte ihnen. Auf einmal zischte ein Pfeil ganz knapp an Alexas Kopf vorbei. Schnell versteckte sie sich hinter einem Busch. Eindringling! Es waren zwei Mädchen. Drohend gingen sie auf den Busch zu, hinter dem Alexa Schutz gesucht hatte. Hey! Wir wissen, dass du da bist. Ich schlage vor, du schwimmst raus. Schwimmen? Ich meine, lauf raus! Zeig dich jetzt einfach! Wow!
Eines der Mädchen benahm sich sonderbar. Es verwechselte Worte und stolperte über ihre eigenen Füße. Diese Beine! Hey, du! Komm raus! Vorsichtig kam Alexa hinter dem Busch hervor und ging auf die Mädchen zu. Wer bist du und... Dann fiel dem einen Mädchen Alexas Diadem auf. Ein Diadem? Warte, bist du eine Prinzessin? Ich bin Prinzessin Alexa. Eure Hoheit. Tut mir leid, ich gehe besser dahin zurück, wo ich herkomme. Nein, bleibt! Ihr könnt uns helfen! Sie könnt uns helfen! Was? Ihr braucht meine Hilfe? Wie könnte ich euch helfen? Naja, also... Es ist noch gar nicht lange her, Malusha nahm die Flügel mir, oh Graus. Der große Zauber verschwand, das hielt ich nicht mehr aus. Doch jetzt stellt es sich heraus. Du bist da, ganz nah, das ist die Lösung, wunderbar. Bald sind meine Flügel wieder da, dann ist alles, wie es mal war. Ich sehe wieder klar, denn du bist da. Ganz nah. Peinlich, doch langsam muss es rauf. Malusha nahm den Schwanz mir weg. Das war ein Graus. Nie mehr schwimmen zu können, das hielt ich nicht mehr aus. Doch jetzt stellt es sich heraus. Schon fiel sie wieder hin, die Meerjungfrau Rumi, die nun Beine hatte. Meerjungfrau? Ich muss mich noch an meinen neuen Körperschwerpunkt gewöhnen. Eure Hoheit, ihr seid wirklich die Einzige, die uns helfen kann. Hört zu, ich weiß ja auch nicht, dass mit dieser komischen Malusha! Malusha, tut mir leid, das hört sich fürchterlich an, aber ich kann euch wirklich nicht helfen. Was soll das? Natürlich könnt ihr. Mit euren Zauberkräften. Ich möchte euch nicht enttäuschen, aber ganz ehrlich, ich habe keine Zauberkräfte. Rumi schnappte nach Luft und landete wieder auf dem Boden. Aber diesmal lachte sie dabei. Tut mir leid. Diesen puren Sauerstoff hier an Land bin ich einfach nicht gewöhnt. Da wird mir immer ganz schwindelig. Wo waren wir gerade? Die Prinzessin wollte uns gerade weismachen, dass sie gar keine Zauberkräfte besitzt. Aber was macht dann der Zauberstab dort in eurem Haar? Ich hab was im Haar? Prinzessin Alexa zog einen kleinen, glitzernden Stab aus ihrem Haar. Keine Ahnung, woher der kommt. Und das Kleid war plötzlich da. Wie sollte sich eine Prinzessin sonst kleiden? Naja, habe ich keine öffentlichen Termine, habe ich lieber bequemere Sachen an. Wie beschreibe ich das nur? Es ist sowas wie... Zufällig hielt Alexa den Zauberstab auf Nori. Und schon trug sie das Kleid, das sie sonst selbst immer trug. Was? War ich das etwa gerade? Eidottergelb? Mal sehen, ob ich das zurückzaubern kann.
Vielleicht einfach... So. Ich hab's gleich. Das kriege ich hin. Vielleicht muss ich den Stab einfach so halten. Oder so. Vielleicht doch lieber so. Aber jetzt funktionierte der Zauber nicht. Alexa bewegte den Stab heftiger. Die kleinen Wesen mit den Sprungfedern hüpften aufgeregt auf Nori zu und sagten ihr etwas. Wartet! Sniffers! Oh nein! Das sind Malushas Schergen. Ihr dürft nicht zaubern, das riechen die. Romy, du bringst die Prinzessin in unser Versteck und ich locke die Sniffers auf die falsche Fährte. Nein, besser ich bringe die Prinzessin ins Versteck und du lockst sie auf die falsche Fährte. Komm mit, Alexa. Oh, diese Beine. Also gut, Sniffers. Schnüffel das hier. Nori griff in ihre Tasche und verstreute ein Kraut auf dem Boden. Romy lief mit Alexa zu einem riesigen Blütenstängel und ließ drei Seile mit einer Schlaufe am Ende herunter. Jetzt kam auch Nori zu ihnen gelaufen. Hier, nimm das! Was ist das? Psst! Romy und Nori stiegen mit einem Fuß in die Schlinge ihrer Seile. Alexa machte es ihnen nach. Dann wurden sie hochgezogen. Die Sniffers waren Wesen mit sehr langen Rüsseln, mit denen sie ausgezeichnet riechen konnten. Schon bald hatten sie den Platz gefunden, wo die Mädchen vorher gewesen waren. Nori, Romy und Alexa beobachteten die Sniffers hoch vom Blütenstängel aus. Die zwei kleinen Rüsselwesen saugten das Kraut an, das Nori verstreut hatte. Stinke Kraut. Ach ja, Sniff? Das hätte ich sogar gerochen, wenn ich meinen Rüssel auf den Rücken gebunden hätte. Warte. Aber ganz da hinten. Duftet es ein wenig nach Waldbeeren. Schokolade. Mit einem Hauch Sattelseife. Was? Das denkst du dir doch jetzt nur aus. Ich rieche nichts von all dem. Na, weil dein Rüssel eben kürzer ist als meiner. Das ist auch der Grund dafür, warum Mama mich immer lieber hatte. Ach, du willst mich doch bloß wieder veräppeln. Lieber hatte sie dich nämlich nie. Oder doch? Moment mal. Ich schnüffle hier einen Hauch von Zauberkraft. Schon wieder Stinkekraut. Hey! Du solltest lieber die Einhörner finden, sonst benutzt Malusha dich bald als rüsseligen Staubsauger. Aber sicher werde ich die Einhörner finden, du Nudelnase. Nudelnase? Du weißt, dass ich eine Nasenscheidewand verkrümmt habe. Ja, Whiff, das sagen sie alle. Mama hat nie gesagt, dass sie dich lieber mochte, oder? Doch, Mama hatte mich lieber und Papa auch. Und schon waren die beiden wieder verschwunden. Prinzessin Alexa wunderte sich über ihr komisches Aussehen. Was sind das für Viecher? Sniffers. Sie arbeiten für Prinzessin Malusha. Lasst uns gehen, wir sind bald zu Hause. Zu Hause? Also das ist ein Ort, an dem man schläft und wohnt und so. Habt ihr sowas bei euch nicht? Doch sicher, ich meinte nur... Ach, egal. Nori und Romy führten Alexa zu einem großen verborgenen Garten mit einem See. Hier lebten die Feen und Meerjungfrauen. Zu Hause ist es am schönsten. Es ist eher ein hübsches Versteck. Und doch ein Zuhause. Das ist... Ich kann's nicht beschreiben. Ich find's toll. Aufgepasst, Feen und Meerjungfrauen! Das ist Prinzessin Alexa! Sie ist gekommen, um uns zu retten! Sie wird uns retten! Hörst du bitte auf, das ständig zu sagen? Prinzessin Alexa? Ich fürchte, in diesem Kleid nimmt mich keiner mehr richtig ernst. Oh, dein Kleid. Ich versuch's. Lass mich kurz überlegen, was du vorhin anhattest. Ich glaube, es war sowas... Alexa hielt den Zauberstab auf Nori. Und schon hatte sie wieder ihr eigenes Kleid an. Ich danke euch. Es hat funktioniert. Na und wie? Sogar der peinliche Bärenmarmeladenfleck ist weg. Der war wirklich peinlich. Mehr Jungfrauen.
Plötzlich stupste Alexa etwas von hinten an. Es war ein kleines, hübsches Einhorn. Oh. Oh. Wow! Hallo, du Süße! Ich freue mich auch, dich kennenzulernen. Jetzt kamen zwei weitere Einhörner angaloppiert. Das ist ja wohl unglaublich. Passt auf, ihre Hörner sind ganz schön spitz. Es tut mir leid, aber es stimmt. Die Feen und die Meerjungfrauen haben sich zusammengetan, um die Einhörner vor Melusha zu beschützen. Sind wir super oder einfach nur super? Bei mir zu Hause gibt es nicht mal ein einziges Einhorn. Geschweige denn drei. Es gibt noch ein Einhorn. Das mächtigste von allen. Die Königin der Einhörner. Wir verstecken sie nicht hier bei uns, sondern woanders. Ihr versteckt sie vor Melusha? Genau. Nori und Romy gingen mit Alexa zum höchsten Punkt des Gartens und zeigten ihr in der Ferne das Schloss von Melusha. Dort hinten wohnt Prinzessin Melusha. Wow. Der König und die Königin haben Zinnia mit Barmherzigkeit regiert. Aber vor ein paar Wochen sind sie plötzlich verschwunden. Und Melusha fing an, unsere Zauberkräfte zu stehlen. Sie hat regelrecht Jagd auf uns gemacht und ihre Sniffers und Trogs geschickt. Aber warum denn? Wenn sie in dieser Welt eine Prinzessin ist, wieso kann sie dann nicht zaubern wie ich? Weißt du, Melusha ist die einzige Prinzessin, die jemals in Zinnia geboren wurde, die keine Zauberkräfte besitzt. Deshalb nimmt sie einfach allen anderen weg. Sie ist raffgierig und hinterlistig. Gemein, fies, grässlich, heimtückisch, außer Kontrolle. Im Schloss von Prinzessin Melusha hatten die Untergebenen im Auftrag der Prinzessin einen Kuchen gebacken. Er ist fertig, Eure Hoheit. Ja, Eure Hoheit. Und die zweite aus Waldbeeren? Aber selbstverständlich. Dann eine Schicht fluffige Sahnecreme, noch eine aus Schokolade und noch drei Schichten Waldbeeren? Da bin ich mir nicht ganz so sicher. Die kleine Prinzessin war schon wirklich ein kleines Biest. Sie zerstörte den mühevoll hergestellten Kuchen. Der Konditor konnte seine Tränen nicht zurückhalten. Lieber Grodlin, ich bin ja jetzt die mächtigste Zauberin des Reiches. Und um das zu feiern, wird es eine große Party geben, um die zauberhafteste Prinzessin zu ehren, die es jemals gab. Und dafür muss nun mal ein perfekter Kuchen her. Verstanden? Die beiden Rüsselwesen Sniff und Whiff kamen mit einer Gefangenen in den Palast. Eure Hoheit? Wir haben heute im Wald diese junge Fee gefunden. Aua. Genau genommen habe ich sie im Wald gefunden. Ich bin hier der Oberschnüffler. Was redest du da wieder? Ich war doch auch dabei. Ich rieche den Zauberduft, auch wenn er nur in der Luft liegt. Alle Feen verströmen den. Aber das können nur Schnüffelprofis wie ich erschnüffeln. Ist ja unglaublich. Eure Hoheit, ich denke, ihr seid erfreut. Die zerquetsche ich wie einen kleinen Keks. Ich wollte aber, dass ihr mir die Einhörner bringt, und zwar alle. Habt ihr sie wenigstens schon erschnüffelt? So gut wie. Wir tun unser Bestes, Rüssel nach oben, rund um die Uhr. Auf was wartet ihr dann noch? Und lasst euch erst wieder blicken, wenn ihr meine Einhörner gefunden habt. Du willst dich nicht geschlagen geben. Was? Ich hab dich schon 100 Mal geschlagen. Netter Versuch, aber ich bin immer noch neben dir. Pass auf die Wand auf. Und jetzt zu dir. Lass mich los! Du bist zwar kein Einhorn, aber ich weiß, in deinen Flügeln steckt Zauberkraft. Her damit! Du brauchst meine Zauberkraft nicht. Ganz im Gegenteil, mein süßes Flügelchen. Zauberkräfte zu verlieren, kann und will ich nicht riskieren. Ich nehme von euch, was ich kriegen kann.
Das ist sicher nicht ganz richtig. Doch mein Auftrag ist mir wichtig. Ich bin nicht aufzuhalten. Gegen mich kommt ihr nicht an. Alles will ich. Und zwar sofort. Es gibt kein Nein. Ihr hört aufs Wort. Ich zeig die Krone. Verneigt euch schon. Was ich möchte, ist wenig unterm Strich. Alles will ich. Für mich. Mit jedem Tag wächst die Zauberkraft. La 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 la. Ich fühle mich erschöpft, bin total geschockt. Ich nehme euch alles meisterhaft, solange es gut ist für mich. Alles will ich. Und zwar sogleich. Melusha zielte mit ihrem Kristallzepter auf die Fee und entzog ihr die Energie, bis sie sogar ihre Flügel verlor. Zur gleichen Zeit lag Prinzessin Alexa auf einer Blumenwiese und ließ die Blüten mit ihrem Zauberstab in den schönsten Farben erstrahlen. Und sie zauberte weiter. Ich schaff ein Blütenmeer. Die Farben sind nicht schwer. Pink wird zu blau, schaut her, fühlt den Zauber, wünscht Schmetterlinge mir, und plötzlich sind sie da. Ich konzentriere mich und alles wandelt sich, nur das ist wesentlich, kaum zu glauben, in einem schönen Traum. Mich wie ein Star. Denn ich kann zaubern, zaubern, zaubern. Ich kann zaubern, zaubern, zaubern. Ich kleide euch wie neu. Dich schnell dabei. Der Tee kommt 1, 2, 3. Gern mit Zucker. Und für den Nachtisch hab ich Schokoladeneis dabei. Die Welt ist wunderbar. Bin nicht mehr wie ich war. Du möchtest Schmuck, na klar. Nichts ist leichter. Es bringt mir großen Spaß. Ich zaubere jeden Tag aufs Neue. Ich kann zaubern, zaubern, zaubern. Ich kann
ihren Erfolgen beim Zaubern lief Alexa schnell zu Nori und Romy. Nori, Romy, ich habe da eine richtig gute Idee. Ich könnte euch mit meinen Zauberkräften zurück in eine Meerjungfrau und eine Fee verwandeln. Endlich! Diese Beine sind so überhaupt nicht mein Fall. Schaffst du das auch? Sie ist eine Prinzessin. Na sicher schafft sie das. Und bereit? Alexa versuchte es also. Allerdings klappte es nicht. Ich verstehe das nicht. Und ich hatte gehofft, ich hätte den Dreh jetzt raus. Das hast du auch, aber ich glaube, du kannst nicht das zurückzaubern, was Melusha uns gestohlen hat. Es steht vielleicht nur in ihrer Macht. Genau. Sie hat die Macht des Zepters. Da sind unsere Zauberkräfte drin. Wenn wir das haben, bekommen wir alles zurück. Romy hat recht. Ja, wirklich? Mit unserer Freundin an unserer Seite können wir Melusha besiegen und ihr das Zepter entwenden. Nori, ich... Es ist eine Sache, Blumen erblühen zu lassen oder Kleider zu verwandeln, aber eine fiese Prinzessin zu besiegen? Ich glaube nicht, dass ich das kann. Aber Alexa! Melusha gab unterdessen eine Teeparty, an der ihre Untergebenen und auch die Fee teilnehmen mussten. Es ist so nett von euch, dass ihr alle zu meiner zauberhaften Teeparty gekommen seid. Hatten wir denn eine Wahl? Ich bestimmt nicht. Schweigt! In diesem Moment kamen Sniff und Whiff hereingestolpert. Eure Hoheit, gute Neuigkeit! Ich habe die Königin der Einhörner gefunden! Aber wie hast du... Hä? Und wo ist sie? Whiff holte eine Karte hervor. Hier sind wir. Und hier auf der Lichtung denken wir, könnte sich das Einhorn möglicherweise verstecken. Was soll das heißen, ihr denkt? Nur einer von uns denkt das, eure Hoheit. Ich hab gar nichts gerochen. Nur eine ganze Menge Stinkekraut. Eure Hoheit, die Königin der Einhörner ist auf dieser Lichtung. Darauf würde ich meinen Bruder verwetten. Wie bitte? Gib mir das Ding. Das ist genauso nutzlos wie ihr zwei. Verschwindet! Meinen Bruder verwetten? Tut mir leid. Ich muss genau wissen, wo die Königin der Einhörner ist. Melushas Blick fiel auf die Fee, die noch am Tisch saß. Und ich glaube, ich kenne da schon jemanden, der weiß, wo sie ist. Prinzessin Melusha wandte einen Trick an. Also, die Sniffers haben die Einhornkönigin gefunden? Ah, das gefällt mir. Grodlin, worauf warten wir noch? Trommel die Trogs zusammen und lass sie uns herholen. Melusha tat so, als ob ihr erst jetzt die Fee auffiel, die natürlich absichtlich alles mitbekommen sollte. Oh, Hallöchen. Also, ich lasse dich laufen. Aber wage es bloß nicht, jemandem auch nur ein Sterbenswörtchen davon zu erzählen, dass ich vorhabe, die Einhornkönigin einzufangen. Verstanden? Ja. Fiesling. Was? Ja, eure großartige und mächtige Hoheit. Das klingt besser. Und jetzt husch. Los. Die Fee sprang vom Tisch auf und lief aus dem Schloss hinaus. Melusha war sich sicher, dass ihr Plan klappen würde. Los, folgt ihr. Die Fee rannte vom Schloss direkt zum verborgenen Garten. Als Nori sie sah, erschrak sie. Nola, deine Flügel! Ich musste den weiten Weg vom Schloss hierher zurücklaufen. Ist dir jemand gefolgt? Ich glaube nicht, aber sie haben die Königin der Einhörner gefunden. Melusha ist gerade auf dem Weg, sie zu fangen, um ihr die Zauberkräfte zu stehlen. Und wenn es ihr gelingt? Wenn Melusha die Zauberkräfte der Königin stiehlt und diese drei auch noch einfangen sollte, dann wird sie unbesiegbar. Romy und ich werden die Königin hierher bringen. Alle anderen bleiben hier und beschützen die Einhörner. Und sich selbst. Wir müssen uns beeilen. Melusha könnte schon längst da sein. Ausgerechnet jetzt fehlen mir meine Flügel. Ich habe eine Idee. Alexa zog den Zauberstab aus ihrem Haar und sprang auf ein großes Seerosenblatt. Erinnert ihr euch an die Geschichte mit dem Jungen und seinem fliegenden Teppich? Was ist denn ein Teppich? Was ist denn ein Junge? Vergesst es. Springt drauf. Nori und Romy sprangen auch auf das Seerosenblatt. Alexa bewegte ihren Zauberstab
und das Blatt stieg wie ein fliegender Teppich mit ihnen hoch in die Luft auf. In welche Richtung? Da lang, über den... Das ist fast so gut, als hätte ich Flügel. Ich bin die Königin der Welt. Als sie etwas später gelandet waren, gingen sie in einen Wald hinein. Die Einhornkönigin ist da unten. Es gibt einen geheimen Eingang zur Lichtung zwischen diesen zwei Bäumen. Vor den Bäumen berührte Nori eine große Blume, die den Geheimgang zur Lichtung freigab. Alexa war fasziniert. Auf der Lichtung kam ihnen schon die Einhornkönigin entgegen. Alles ist gut. Das ist Prinzessin Alexa, unsere Freundin. Ich freue mich auch, dich kennenzulernen. Wir müssen dich in Sicherheit bringen. Ich glaube, sie möchte, dass du aufsteigst. Ich glaube, sie sagt, ihr sollt auch aufsteigen. Aber da hatte Alexa wohl etwas nicht richtig verstanden. Denn als die beiden aufgestiegen waren, buckelte das Einhorn und die Mädchen fielen herunter. Oh, war wohl doch nur ich gemeint. Ich vermisse meine Flügel wirklich. Und so gingen Nori und Romy hinter den beiden her. Aber so weit war der Weg nicht und das Ziel schon bald erreicht. Wir haben's geschafft. Hier bist du in Sicherheit. Alexa, ohne dich hätten wir es niemals vor Melusha geschafft. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Kannst du dir vorstellen, was für ein verdattertes Gesicht Melusha machen wird, wenn sie erfährt, dass die Königin der Einhörner weg ist? So ungefähr. Wie konnte das nur passieren? Und dann so. Wo ist mein Einhorn denn nur geblieben? Ich weiß genau, wo mein Einhorn geblieben ist. Wie aus dem Nichts tauchten plötzlich Melusha und ihr Gefolge auf. Melusha! Das ist Melusha? Hallöchen! Es war so nett von eurer flügellosen Freundin, uns hierher zu führen. Sieht so aus, als hätte ich eure Zauberkräfte schon längst. Und deshalb schnappe ich mir jetzt einfach mein Einhorn. Los, lauf! Aber es war zu spät. Melushas Trucks fingen das Einhorn ein. Dann sollten auch Alexa und die Feen geschnappt werden. Aber Alexa konnte sie mit einem kleinen Zauber kurz aufhalten. Die drei Mädchen versuchten zu fliehen. Doch Nori und Romy wurden gefangen genommen. Alexa hatte einen kleinen Vorsprung und rannte so schnell sie konnte. Passt auf das Einhorn auf! Und lass die beiden bloß nicht entkommen! Melusha verfolgte Alexa und beschoss sie mit Energieblitzen. Dabei verlor Alexa ihren Zauberstab. Ich bin die Einzige, die hier Zauberkräfte haben darf! Alexa wurde von einem der Energieblitze getroffen und erstarrte auf der Stelle. Aber Melusha gelang es nicht, ihr die Zauberkräfte herauszusaugen. Alexa konnte sich aus dem Strahl befreien und entkommen. Dann hole ich mir ihre Zauberkräfte eben später. Also, wo waren wir stehen geblieben? Melusha zwang Nori und Romy, sie und ihre Trucks zum verborgenen Garten zu führen. Als sie dort auftauchten, war das Entsetzen groß. Hey, ihr Zuckertäubchen feiert also eine Party und ladet mich nicht dazu ein? Na, dann feiern wir einfach nach.
Prinzessin Alexa war bis zur geheimen Tür, die in ihre Welt zurückführte, gelaufen. Aber dann blieb sie stehen, überlegte kurz und kehrte wieder um. Aber als sie im verborgenen Garten ankam, war niemand zu sehen. Hallo? Ist da jemand? Dann entdeckte Alexa Nori und Romy am Ufer des Sees. Glücklich fielen sie sich in die Arme. Langsam kamen auch all die anderen aus ihren Verstecken. Melusha hat allen ihre Zauberkräfte gestohlen und die Einhörner. Oh nein! Warum bist du zurückgekommen? Ich musste einfach zurück. Alexa wandte sich nun an alle Feen und Meerjungfrauen. Hört alle zu! Ich kann mir vorstellen, dass ihr euch gerade hilflos fühlt, aber ich habe meine Zauberkräfte noch. Selbst die kleinen lilafarbenen Wesen hatten ihre Sprungfedern verloren. Eines kam auf Alexa zu. Es hatte ihren Zauberstab gefunden und gab ihn ihr zurück. Danke. Wie wär's mit noch einer Runde auf dem fliegenden Teppich? Die drei sprangen wieder auf ein Seerosenblatt. Der Flug endete auf einem Turm von Melushas Schloss. Durch ein Fenster sahen die Mädchen, wie Melusha den Einhörnern mit ihrem Kristallzepter die Energie entzog. Eines nach dem anderen stand auf einmal ohne Horn da. Oh nein, wir kommen zu spät. Dunkelheit überzog das ganze Land. Und man konnte spüren, wie sich alle Macht in Melushas Schloss bündelte. Sogar Grodlin war das unheimlich. Das war's. Sie hat jetzt alle Zauberkräfte. Das wird sie sicher unerträglich machen. Ach komm, die Kleine ist doch ganz nett. Oh Mann, der war gut. Jeha! Zeit für die Überraschung! Bringt meinen Kuchen endlich her! Die Mädchen starrten fassungslos durch das Fenster. Romy war verzweifelt. Melusha hat gewonnen. Sie hat jetzt alles. Nein. Nein, noch nicht alles. Aber was kannst du noch tun? Ihre Zauberkräfte sind jetzt zu stark. Du wirst nie erfahren, was in dir steckt, wenn du es nicht versuchst. Melusha saß stolz auf ihrem Thron und wusste, dass sie nun alle Macht besaß. Jetzt, da ich die Zauberkräfte von allen besitze. Kuchen! Der Kuchen wurde hereingebracht. Aber Melusha vermisste das Bild ihres Gesichtes auf dem Kuchen. Halt, stopp! Wo ist das Bildnis von mir? Eure Hoheit, kein Konditor wird je der Aufgabe gerecht, ein Porträt von euch zu erschaffen. Die einzige Person, die der schönen und mächtigen Prinzessin gleichkommt, ist die Prinzessin selbst. Guter Schachzug. Du hast recht. Melusha richtete ihr Zepter auf den Kuchen und schon erschien ihr schönstes Bildnis. Ich hab's getan. Oh, ich kann jetzt alles alleine. Ich brauche nur genügend Zauberkräfte. Alexa hatte sich einen Plan ausgedacht. Sie ging mit Nori und Romy zum Haupttor des Schlosses und sprach die Wachen an. Entschuldigung? Harry, wach auf! Was? Wer ist da? Tigerkralle! Hiermit unterwerfen wir uns ganz offiziell der großen und mächtigen Melusha. Was? Natürlich. Na dann, hier entlang. Füße abtreten. Die Wachen brachten die drei in den Thronsaal zur Prinzessin Melusha. Die haben sich ganz schön gewehrt, eure Hoheit. Doch es ist uns gelungen, sie zu bezwingen. Gute Arbeit, Jungs. Und jetzt verzieht euch. An euch beide kann ich mich gut erinnern. Ihr habt euch so gesträubt, eure Zauberkräfte zu verlieren. Aber du bist weder eine Fee noch eine Meerjungfrau. Ich bin eine Prinzessin. Ja, klar. Ich bin hier die einzige Prinzessin. Ich wette, du hast überhaupt keine Zauberkräfte. Sniffers! Die Prinzessin ließ Sniff und Whiff kommen.
Sie sollten riechen, wer die Zauberkräfte besaß. Wuhu, wow, ich glaube, mein Rüssel wird gleich explodieren. Das sind die stärksten Zauberkräfte seit einer Ewigkeit. Ich habe die Zauberkräfte von allen, von jedermann, sogar von den vier Einhörnern. Nein, eure Hoheit, ihr duftet nicht so. Sondern sie. Na gut, eure Durchlaucht. Offensichtlich bist du nicht auf dem neuesten Stand, was die Prinzessinnenregeln angeht. Wie zum Beispiel, dass in diesem Königreich keiner Zauberkräfte haben darf, außer mir. Was das angeht, schlage ich dir einen Deal vor. Was für einen Deal? Gib allen ihre Zauberkräfte zurück und ich lasse dich laufen. Du lässt mich laufen? Das ist richtig witzig. Ist das nicht witzig? Melusha hielt ihr Zepter auf Nori und Romy. Schon einen Moment später waren sie mit Energiestrahlen gefesselt. Und jetzt kommen wir zu dir, du Pseudoprinzessin. Zeig mal, was du so drauf hast. Oh. Melusha richtete ihr Zepter nun auf Alexa. Die aber zog schnell ihren Zauberstab aus ihrem Haar und hielt dagegen. Der Energieblitz prallte ab und schmetterte Melusha zurück. Beeindruckend! Ein Wettkampf der Zauberkräfte begann. Immer wieder versuchte Melusha, Alexa zu treffen, aber es gelang ihr nicht. Jetzt wurde sie sehr wütend und konzentrierte ihre Kräfte auf ihren Körper. Melusha wuchs und wuchs. Bald war sie so groß wie ein Baum. Wieder holte sie mit ihrem Zepter aus. Und dieses Mal traf der Energiestrahl Alexa. Langsam wurde Alexas Kraft in die Kristallkugel des Zepters gesogen. Immer wieder schleuderte Melusha Alexa mit ihrem Energiestrahl durch die Luft. Dann ließ sie sie direkt vor sich landen. Wer glaubst du wird gleich die allermächtigste Prinzessin? Alexa stand ihr gegenüber und entdeckte einen kleinen Riss in der Kristallkugel. Sie lächelte Melusha an. Na gut, Melusha. Du willst meine Zauberkräfte? Hol sie dir! Alexa! Nein! Tja, wenn du darauf bestehst. Alexa stellte sich nun dem Energiestrahl und ließ sich absichtlich treffen. Das Kristallkugelzepter wurde immer schwerer und Melusha konnte es kaum noch halten. Oh, jetzt habe ich alle! Oh nein! Nein! Alexa lächelte nur mild. Sie war sich sicher, dass die Kristallkugel bald platzen würde. Erst kamen weitere Risse und dann... Oh-oh. Die Kristallkugel war zerplatzt. Durch den Druck wurde Melusha auf ihren Thron geschleudert. Gleichzeitig verschwanden die Energiestrahlen, die all die anderen gefangen hielten. Die Zauberkräfte in der zerplatzten Kugel gingen aber nicht verloren, nein. All die Kraft ging nun auf Alexa über. Sie hob ihre Hände und ließ die Energie auch auf die Feen und Meerjungfrauen übergehen. Nori konnte es kaum glauben, dass sie ihre Flügel zurückbekam. Ist es denn wirklich wahr? Nun sind die Flügel da. Das ist so wunderbar. Schaut, ich fliege. Ein Traum erfüllt sich mir. Nichts könnte schöner sein. Den Schwanz hab ich zurück. Das ist mein größtes Glück. Sein Glanz erfreut den Blick, wie er funkelt. Jetzt bin ich wieder ich und tauche freudig ein. Denn ich kann zaubern. Zaubern, zaubern. Ich kann zaubern.
Die Einhörner erhielten ihre Hörner zurück. Grodlin war überglücklich, dass er der bösen Prinzessin nicht mehr dienen musste und bedankte sich bei Prinzessin Alexa. Danke, Eure Hoheit. Melusha musste nun unter Aufsicht von Grodlin das ganze Schloss sauber machen. Denn durch ihre sinnlose und heftige Zauberei entstand viel Unordnung und Schmutz. Sie war gerade beim Ausfegen, als ihre Eltern, der König und die Königin, nach Hause kamen. Wir sind wieder da! Mami! Daddy! Hast du uns vermisst, Mäuschen? Hast du auch schön auf Grodlin gehört, während wir verreist waren? Ja! Grodlin sagte kein Wort und der König begriff sofort. Oh, Kindchen, hast du schon wieder versucht, dir das Königreich unter den Nagel zu reißen? Nö. Melusha? Ein bisschen? Darüber reden wir noch, nachdem du dein Geschenk bekommen hast. Was das wohl sein könnte? Und liebst du Überraschungen? Und wie? Aber vorher musste das kleine Prinzesschen erst noch zu Ende aufräumen. Nori, Romi und die Einhornkönigin begleiteten Alexa zur geheimen Tür. Es war nun an der Zeit, wieder in ihre Welt zurückzukehren. Vergiss uns nicht. Niemals. So wie es aussieht, vermisst du deine Beine nicht. Kein bisschen. Wirst du uns denn besuchen? Das werde ich. Alexa verabschiedete sich noch von der Einhornkönigin und kehrte dann durch die geheime Tür in ihre Welt zurück. Als sie hindurchgegangen war, verschwand die geheime Tür. Und sie hörte schon Brookhurst rufen, der durch den Garten irrte und sie suchte. Prinzessin Alexa? Prinzessin Alexa? Prinzessin Alexa! Ich bin hier, Brookhurst! Ah, da seid ihr ja, Eure Hoheit. Eure Mutter dachte, dass ihr vielleicht noch auf eurem Zimmer seid und lest. Was für ein bezauberndes Kleid. Dankeschön. Eines wollte ich euch eilig anvertrauen. Ein paar Mitglieder des Reitclubs haben sich auf der Nordwiese versammelt. Möglicherweise möchtet ihr einen anderen Weg zurück zum Schloss einschlagen. Oh.
Nein, Brookhurst, ich würde sie gerne sehen. Und zu ihnen sprechen. In der Tat? Ich will es versuchen. Fühlt ihr euch nicht wohl? Habt ihr Fieber? Ich fühle mich sehr gut, Brookhurst. Also dann, hier entlang, Eure Hoheit. Als Prinzessin Alexa auf der Nordwiese ankam, ging sie gleich ans Rednerpult. Hallo! Danke, dass ihr mich heute eingeladen habt. Ich werde meine Eltern bitten, dass eurem Reitclub die königlichen Ställe zur Verfügung gestellt werden. Dann erhalten alle Kinder unseres Königreiches Reitunterricht. Das ist doch sehr gerne. Ja, gern geschehen. Und später begrüßte Alexa den Botschafter und den Prinzen von Hilgovia, die mit ihren Eltern und der Großmutter die Teestunde genossen. Ich hoffe, ich störe nicht. Alexa? Natürlich nicht. Darf ich vorstellen, der Botschafter von Hilgovia und Prinz Kiran. Ich freue mich sehr, euch kennenzulernen. Also, was unternehmt ihr gern in Hilgovia? Ich reite gern aus und ich fechte gern. Was in aller Welt ist nur in sie gefahren? Vielleicht hat es mit ihrem neuen Buch zu tun. Am Abend war es dann soweit. Der große Ball sollte eröffnet werden. Auf dem Gang traf Alexa ihre Großmutter, die ein hübsches Kleid zu den Feierlichkeiten angezogen hatte. Und? Wie sehe ich aus? Ganz zauberhaft. Oh, ich habe dein Buch zu Ende gelesen. Und? Du kennst wirklich meinen Geschmack. Gemeinsam mit ihren Eltern betraten sie dann den prächtigen Ballsaal, wo bereits alle Gäste versammelt waren und auf die Hoheiten warteten. Ladies and Gentlemen, König Terence, Königin Adrienne und Prinzessin Alexa. Sehr verehrte Gäste, traditionell beginnen wir die Feierlichkeiten mit dem königlichen Walzer. Heute Abend werde ich zum ersten Mal den Ball mit meiner Tochter, der Prinzessin, eröffnen. Der Eröffnungstanz war traditionsgemäß ein Walzer. Und Alexa tanzte ihn wunderbar. Selbst ihr Tanzlehrer war begeistert. Der König bemerkte, wie der junge Prinz Alexa beobachtete. Ich glaube, Prinz Kiran würde gerne mit dir tanzen. Vielleicht ein andermal. Ich bin wunschlos glücklich, mit dir zu tanzen. Aber wenn du nichts dagegen hast, ist da noch ein anderer Tanz, den ich gern vorführen würde. Alexa lief zu ihren Freundinnen, die auch mit ihren Partnern Walzer tanzten. Sie flüsterte ihnen etwas zu. Und schon stellten sich die drei in Position und legten los. Alles, was ich wirklich will, hat sich erfüllt. Ich kann ich selber sein. Endlich ist es soweit und ich trau mich ins Licht. Und greife selber ein. Die Geschichte der Prinzessin wird jetzt für mich wahr. Zauberkräfte zu verlieren, kann und will ich nicht riskieren. Ich nehme von euch, was ich kriegen kann. Das ist sicher nicht ganz richtig, doch mein Auftrag ist mir wichtig. Ich bin nicht aufzuhalten, gegen mich kommt ihr nicht an. Alles will ich, und zwar sofort. Es gibt kein Nein. Hört aufs Wort. Ich zeig die Kron, verneigt euch schon.
Was ich möchte, ist wenig unterm Strich. Alles will ich. Für mich. Mit jedem Tag wächst die Zauberkraft. La, 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 la. Ich fühle mich erschöpft, bin total geschafft. Meisterhaft, solange es gut ist für mich. Whee! Alles will ich, und zwar sogleich. Es tut mir gut, wenn ich's erreich. Das Flügelpaar passt ganz wunderbar. Zum Kriechen reicht es trotzdem noch für dich. Alles will ich. Schon sehr bald muss so ein Einhorn her. Die Zauberkraft seines Horns nützt mir sehr. Sie klug anzuwenden fällt mir nicht schwer. Dann habe ich die Macht für mich. Alles will ich. Und zwar sofort. Müsst verlieren, dann bleibt der Sieg für mich. Denn gegen mich kriegt niemand einen Stich. Das, was ich möchte, ist wenig unterm Strich. Alles will ich! Alles inklusive. Den ganzen Kuchen mit viel Sahne obendrauf. Sonst nichts. Alles, was ich wirklich will,